auswendig. Warum? Weil sie wissen, dass die Muslime diese Sprache nicht verstehen. Sie wissen, dass die Muslime diese Sprache nicht verstehen. Und dann reden sie mit ihnen in der Sprache des Korans. Und weil die Muslime, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nur mit Kindermachen beschäftigt sind, ja, 15 Kinder, aber keine Religion, deswegen haben sie auch keine Ahnung und können ihm auch nicht erwidern. Und sie fangen dann an, über ihre Religion zu zweifeln. Subhanallah. Was war die Ursache? Er hat seine Religion nicht mit Basis gelernt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sprich, o ihr Kafirun. Diese Ayah ist aber nicht nur für die Quraysh von damals, sondern sie ist allgemein für die Kuffar. Und hier ist eine Sache sehr, sehr interessant. Die Quraysh, zu denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam geschickt wurde, sie haben ja an Allah geglaubt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt das selber. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, dann sagen sie dir Allah. Aber sie haben Götzen angebetet, weil sie sagten, dass diese Götzen sie näher zu Allah subhanahu wa ta'ala bringen werden. Dass diese Götzen sie näher zu Allah subhanahu wa ta'ala bringen werden. Und obwohl sie an Allah geglaubt haben, nennt sie Allah hier Kafirun. Passt auf, Ikhwan. Das ist eine sehr wichtige Sache, die wir verstehen müssen. Allah sagt selber im Koran, dass sie an ihn geglaubt haben. Richtig? Aber Allah nennt sie doch hier Kafirun. Wie kann das sein, dass ein Mensch an Allah glaubt, aber trotzdem ein Kafir ist? Die Sache ist einfach, Ikhwan. Weil die Sache im Islam reicht nicht aus, dass du nur an Allah subhanahu wa ta'ala glaubst. Wie viele Muslime dir immer sagen, Alhamdulillah, ich glaube an Allah. Alhamdulillah, ich glaube an Allah. Subhanallah. Du musst richtig an Allah glauben. Und du darfst keinen Vermittler zu Allah haben. Und auch nichts neben Allah anbeten. Und du darfst nichts anstelle von Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Und hier ist auch der Beweis, Ikhwan, dass wenn jemand zwar an Allah glaubt, aber mit Allah, neben Allah, außer Allah etwas anbetet, dann ist er ein Kafir. Dann ist er ein Kafir. Und wie viele Muslime sehen wir, die auf verschiedene Sachen vertrauen, außer auf Allah. Sie vertrauen auf Dunya, auf Menschen, auf Steine und so weiter und so fort. Aber sie vertrauen nicht auf Allah, subhanahu wa ta'ala. Und wisst ihr, wie viele Muslime sich als Vermittler nehmen zwischen einem Muslim und Allah subhanahu wa ta'ala, wie die Sufis das wal'iyadu billah heutzutage machen, nochmal. Die Sufis, sie sagen zu ihren Leuten, wenn du keinen Sheikh hast, dann wirst du Allah nicht näher kommen. A'udhu billah. Wenn du keinen Sheikh hast, dann wirst du Allah. Er meint damit, die Verbindung zwischen ihm und Allah soll dieser Sheikh sein, wal'iyadu billah. Wisst ihr, was das bedeutet? Der macht ersten Klasse Schirk, ukhwan. Und das ist ihre Akida. Damit gehen sie zu den Leuten. Und das ist das, was sie den Leuten anvertrauen, Ikhwan. Und die Leute, die sind ja aus den armen Gegenden. Und sie sind damit beschäftigt, dass sie ihrer Familie für diesen Tag etwas zu essen machen können. Und natürlich glauben sie diesen Leuten, Ikhwan. Deswegen muss man hier sehr aufpassen, dass es Leute gibt, die sagen, Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aber wo ist dein Ashhadu an la ilaha illallah? Und wo ist dein Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Der hat gar nichts, Ikhwan. Der bezeugt nur, dass er im Dalal ist. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich diene nicht dem, was ihr dient. Das heißt, er hat das zum Propheten Muhammad s.a.w. gesagt, ich diene nicht dem, was ihr dient. Das sollte er den Kuffar sagen, Ikhwan. Das heißt, dass der Prophet s.a.w. ihnen sagen sollte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. nicht diese Götzen anbeten wird. Allah darf nur einzig und allein angebetet werden. Ohne Vermittler, Ikhwan. Und du darfst Allah niemand zur Seite stellen. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat das deutlich den Quraysh gesagt, Ikhwan. Wir beten deswegen Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine an, Ikhwan. Weil er ist fähig, uns alles zu geben. Allah subhanahu wa ta'ala, ihn brauchen wir, Ikhwan. Und nichts anderes, Ikhwan. Von Allah subhanahu wa ta'ala ist jedes Geschöpf abhängig. Jedes Geschöpf, was du auf dieser Welt siehst, ist von Allah subhanahu wa ta'ala abhängig, Ikhwan. Egal wie gesund er ist. Egal wie stark er ist, egal wie mächtig er ist, wenn Allah will, kann er ihn im nächsten Moment zerstören. Allah sieht uns doch. Allah hört uns doch. Und Allah weiß, was wir im Herzen haben. Nichts können wir vor unserem großartigen Schöpfer geheim halten. Und Allah wird dich nur ins Paradies eingehen lassen, wenn du ihm gehorchst. Wenn du ihm nicht gehorchst, dann sei dir sicher, dass du nicht unter den Erfolgreichen sein wirst.
Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, und ihr dient nicht dem, dem ich diene. Das heißt, die Kuffar wollten Allah nicht so anbeten, wie er es will, sondern wie es ihnen selber gefällt, Ikhwan. Die Kuffar haben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gefolgt in der Anbetung. Denn es ist ja deswegen, er ist ja deswegen von Allah subhanahu wa ta'ala geschickt worden, Ikhwan, damit er verkündet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbeten darf, was auch die anderen Propheten gemacht haben. Dadurch aber, dass sie ihre Götzen angebetet haben, Ikhwan, haben sie die schlimmste Sünde gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Und Allah war wieder barmherzig mit ihnen gewesen und schickte ihnen den Propheten, nachdem er schon 124.000 Propheten circa vor ihnen geschickt hat. Ikhwan. Noch ein Prophet. Aber diesmal der letzte. Und er sollte zu ihm hingehen. Und er sollte ihnen sagen, meidet den Götzendienst. Subhanallah. Mindestens 124.000 Mal hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen diese Barmherzigkeit erwiesen. Ikhwan. Allah war barmherzig mit ihnen. Ikhwan. Aber diese Kuffar waren nicht vernünftig, Ikhwan, und sie wollten an den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht glauben. Noch schlimmer, sie haben sich hochmütig ihm gegenüber verhalten und haben ihm gesagt, passt auf, a'udhu billah, das sind richtige Kuffar, Ikhwan. Sie sagten zu ihm, wir werden dir nicht eher glauben, bis dass du uns aus der Erde eine Quelle hervorströmen lässt. Oder bis du einen Paradiesgarten mit Palmen bringst, einen schönen Garten, in dem dazwischen Flüsse strömen. Weil sie haben ja in einem Ort der Wüste gelebt, Ikhwan, und sie hatten das nicht. Dann sagten sie, oder bis du den Himmel auf uns in Stücken herabfallen lässt, oder Allah und die Engel vor unsere Augen bringst. Das haben sie von ihm verlangt, Ikhwan. Und dann sagten sie, oder bis du ein Haus aus Gold hast, oder in dem Himmel mit einer Leiter aufsteigst, und du kommst mit vier Engeln wieder, und du bringst ein Schriftstück mit, dass du die Wahrheit sagst und die Engel bezeugen das, dann werden wir an dich glauben. Subhanallah. A'udhu billah. Sind das Menschen, Ikhwan? Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann im Koran, Preis sei meinem Herrn, subhana rabbi. Bin ich etwa, der Prophet sallam sollte ihn sagen, bin ich etwas anderes als ein menschliches Wesen oder ein Gesandter? Subhanallah. Ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas anderes als ein menschliches Wesen oder ein Gesandter, dass er solche Sachen vollbringen könnte? Und passt auf, Ikhwan. Sie haben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam Dinge verlangt, wo sie wussten, dass er das nicht umsetzen kann. Allah subhanahu wa ta'ala schickte ja zu ihnen einen Menschen aus Fleisch und Blut, damit sie glauben sollten. Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel zu ihnen geschickt hätte, dann hätten die Menschen gesagt, der ist anders als wir. Aber er schickte ihnen einen Mensch aus Fleisch und Blut, Ikhwan. Und natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala hätte all ihre Wünsche oder all das, was sie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gefordert hatten, er hätte das umsetzen können, Allah subhanahu wa ta'ala, weil er zu allem in der Lage ist, Ikhwan. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat es nicht gemacht, weil er den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht mit diesem Auftrag zu ihnen geschickt hat. Er hat ihn geschickt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, damit er diese Menschen warne. Das war sein einziger Auftrag an sie gewesen, Ikhwan. Und Allah subhanahu wa ta'ala, der Kenner aller Dinge, Ikhwan. Er wusste über diese Leute Bescheid. Er wusste, dass diese Kuffar nicht an der Wahrheit interessiert waren, sondern sie wollten nur die Wahrheit leugnen, Ikhwan. Indem sie diese Sachen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangten und zu ihm sagten und über ihn sagten, ach, er kann das doch nicht tun. Was für eine Botschaft soll dieser Mann schon haben? A'udhu billah, Ikhwan. Und einmal verlangten sie sogar von ihm, dass er die Berge As-Safa wal-Marwa zu Gold machen sollte. Allah subhanahu wa ta'ala schickte dann Jibril alayhi salam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte ihm, wähle Muhammad zwischen den beiden aus. Allah wird entweder dieses machen, dass sie Berge aus Gold haben werden, das heißt, er hätte diese Berge aus Gold gemacht, As-Safa wal-Marwa, aber dann wird Allah, wenn sie immer noch nicht glauben, ihnen eine Strafe geben, die noch kein Volk erlitten hat bis jetzt. Und er wird die Türen der Reue komplett schließen und der Vergebung. Weil das ist ein deutliches Zeichen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hätte. Und wer daran dann immer noch nicht glaubt, Ikhwan, das sind die Leute, die gehören einfach nur ins Höllenfeuer. Es gibt keinen anderen Ort für solche Leute. Was wählte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Allah gab ihm die Wahl. Er gab ihm die Wahl. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm, diesen großartigen Propheten, die Wahl gegeben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam,
Er entschied sich für das Letztere, weil er hatte Angst gehabt, dass die Leute immer noch nicht glauben werden und dann wird Allah die Türen der Reue schließen und alle werden sie dann verbrannt in Allahs Hölle. Deswegen hat er gesagt, nein, lieber soll die Tür der Reue und der Vergebung offen bleiben, Ikhwan. Und diese Kuffar, Wallahi, sie sind Leugner, Ikhwan. Sie wollen die Wahrheit nicht akzeptieren. Ich gebe euch ein Beispiel. Sie haben das gesehen, Ikhwan. Sie waren ein Zeuge, ein Zeitzeuge. Überleg mal, du bist Zeitzeuge von einem gewaltigen Ereignis, was vor deinen eigenen Augen passiert. Er hat den Mond gespalten. Was war die Antwort der Kuffar? Sie sagten, Muhammad hat unsere Augen verzaubert. Subhanallah. Überleg mal. Ich meine, wir reden hier über den Mondspalten, nicht über eine Salzstange. Er hat den Mond gespalten, Ikhwan. Der Mond ist ein gigantisches Geschöpf. Du siehst ihn vielleicht klein, weil du kein Wissen über den Mond hast. Aber der Mond ist etwas Gigantisches, Ikhwan. Auf einmal hat er einen Riss in der Mitte. Was selbst die Wissenschaftler jetzt bestätigen, Ikhwan. Guten Morgen, sagen wir ihnen. Wir wussten das vor 1400 Jahren. Allah hat es im Koran geschrieben. Aber Subhanallah, versteht ihr, Ikhwan, was das Beispiel der Kuffar ist? Diese Leute, Wallahi, sie wollen nicht glauben. Sie wollen nicht glauben, Ikhwan. Und sie würden auch nicht glauben, wenn sie einen Engel sehen würden oder sogar Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ihr Zustand. Allah hat ihnen diese Strafe gegeben, Ikhwan. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, und ich werde auch nicht in der Anbetung das machen, was ihr macht. Und ihr werdet in der Anbetung nicht das machen, was ich mache. Und hier ist wichtig zu wissen, es reicht nicht nur, an Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben, wie wir vorhin gesagt haben, sondern man muss ihm auch so anbeten, wie Allah es will. Nicht wie man selber will. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sollte das den Kuffar klar machen, Ikhwan, dass Allah nur so angebetet werden will, wie er es liebt, azza wa jal, und wie er damit selber zufrieden ist, Ikhwan. Und hier bei diesen Ayat geht es um den Weg der Anbetung. Bei den ersten Ayat ging es darum, an was man glaubt. Aber jetzt geht es daran, wenn du an Allah glaubst, wie glaubst du an Allah subhanahu wa ta'ala? Das heißt, der Weg, die Methodik, hier geht es darum, Ikhwan. Und wir müssen eine Sache verstehen, Ikhwan. Al-Ibada, und das ist ein allgemeines Wort, für alles, was Allah liebt, mag und akzeptiert von Worten und Taten, innerlich und äußerlich. Und du folgst dem Propheten, alayhi salatu wassalam. Wenn du dieses befolgst, dann hast du eine Ibadah vor Allah. Wenn du dieses nicht befolgst, dann sind deine Taten umsonst gewesen. Deswegen, die Muslime müssen sehr aufpassen, weil das eine Sache ist. Wenn du sie verstanden hast, dann wirst du vor Allah subhanahu wa ta'ala auch mit guten Taten stehen, Ikhwan. Und dich nicht wundern über einen großen Ballon voller Taten, der einfach dann platzt, weil diese Taten von Allah subhanahu wa ta'ala nicht akzeptiert wurden. Hört mal, Ibadah, das heißt, wie du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, ist das, was Allah liebt, mag und akzeptiert, von Worten und Taten, innerlich und äußerlich. Und du folgst dabei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gehen wir mal zu den Quraysh zurück. Was haben sie angebetet? Was haben die Quraysh angebetet? Götzen. Wer hat ihnen dieses erlaubt, Götzen anzubeten? Niemand. Haben sie eine Garantie, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses liebt und mag und akzeptiert? Nein, wallahi nein. Allah hat uns alles deutlich gemacht, was er liebt und mag und akzeptiert, Ikhwan. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war ja ein Vorbild für uns in der Anbetung. Warum? Weil Allah ihn nur deswegen geschickt hat. Und jetzt überlegt, Brüder und Schwestern, und alles wird jetzt klarer, wie schlimm es ist, eine Neuerung in der Religion zu machen. Du machst eine Tat und behauptest, Allah liebt diese Tat. Allah mag diese Tat. Ich komme Allah näher mit dieser Tat. Aber tatsächlich entfernst du dich von Allah, subhanahu wa ta'ala, mit dieser Tat, Ikhwan. Allah hat uns deutlich gemacht, wie er angebetet werden will. Nur deswegen schickte er den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Alles, was du an Taten machst, die nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, das ist verboten in unserer Religion und Allah hat dir dafür keine Erlaubnis gegeben, Ikhwan. Und bei uns gibt es nicht in der Religion, dass jemand über eine Tat sagt, sie wäre gut,
obwohl man keine Beweise dafür aus Koran und Sunna hat. Auch nicht, wenn die Tat nach außen schön aussieht